Ja, liebe Genossinnen, liebe Freunde, ich finde, wir können angesichts dieser Hochrechnung mit Recht sagen, die Linke ist die Wahlgewinnerin dieses Abends. Das ist ein super Ergebnis. Wir haben prozentual richtig dolle zugelegt. Wenn es bei diesen Zahlen bleibt, können wir sagen, das war nach dem Saarland das beste Ergebnis, was wir als Linke jemals in den neuen Bundesländern hingelegt haben. Und deswegen ein in den alten, ja, natürlich, ist immer so, ist immer relativ, ja. Nichtsdestotrotz, es ist ein super Ergebnis und deswegen ein riesen Dankeschön an den Landesverband in Bremen, die Spitzenkandidatin Christina Vogt. Und natürlich einen großen Dank an alle Wählerinnen und Wähler. Wir können auch sagen, dass wir nach dem guten Ergebnis in Hamburg jetzt zum zweiten Mal in einer Großstadt richtig gut zugelegt haben. Und das zeigt auch, dass die Linke eine gute Verankerung im linken urbanen Milieu hat. Das ist ein Bereich, an dem wir durchaus ansetzen und fortwirken können. Ich glaube, dass dieses gute, dieses tolle Ergebnis ein echter Lohn ist. Zum einen für die klare und konstruktive Oppositionsarbeit in Bremen, aber auch ein Lohn für das soziale Engagement in den einkommensärmeren Stadtteilen von Bremen und Bremerhaven, wo die Linke sehr umtriebig war. Wir konnten uns, glaube ich, alle, die wir den Wahlkampf unterstützt haben, im Wahlkampf davon überzeugen, dass unsere Forderungen für mehr bezahlbaren Wohnraum, für mehr Geld in Bildung, für kleinere Klassen, das heißt auch mehr Lehrerinnen und Lehrer, für eine humanere Behandlung der Flüchtlinge und für ein Ende dieser schrecklichen Hartz-IV-Sanktionspolitik, in Bremen sind ja bekanntermaßen die Sanktionszahlen besonders hoch, dass diese Forderungen viel Zuspruch erfahren haben und insofern, glaube ich, zeigt das auch, dass wir inhaltlich gut aufgestellt waren. Kurzum, heute ist ein Tag nicht nur für hohe Prozente, sondern auch für uns ein Tag zum Feiern. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, wir können sagen, wir sind die Wahlsiegerin des heutigen Abends. Die Linke hat prächtig dazu gewonnen. Das zeigt, wir sind im Westen wieder da. Die Linke hat es aber auch verdient in Bremen, weil die Linke war die einzige Partei, die soziale Spaltung zum Wahlkampfthema gemacht hat. Und zwar ganz ernsthaft, Bremen ist die Hochburg der Arbeitslosigkeit, die Hochburg der Hartz-IV-Bezieherinnen, die Hochburg der Leiharbeit und gleichzeitig die Hochburg der Millionäre in Deutschland. Und diesen Zusammenhang hergestellt zu haben, ist der große Verdienst unserer Genossinnen und Genossen in Bremen und deshalb haben sie ein tolles Ergebnis verdient. Eine Stadt, die so gespalten ist, braucht eine starke Linke, damit diejenigen, die an den Rand gedrängt werden, aber auch die Beschäftigten, die Rentner und Rentnerinnen, eine politische Vertretung im Parlament haben. Und diese Position werden wir nach und nach weiter ausbauen. Ich bin überzeugt, die Bremer haben aber auch den Lohn dafür bekommen, dass sie sehr beharrliche, sehr fleißige Arbeit in der Bürgerschaft gemacht haben, dass sie das gut transportiert haben in die Öffentlichkeit nach Bremen. Und wir bedanken uns bei Ihnen natürlich ganz herzlich, dass Sie so eine tolle Vorlage geliefert haben für die Wahlen im Frühjahr nächsten Jahres in Baden-Württemberg, in weiteren Ländern. Und man wird sehen, die Linke wird überall von Erfolg zu Erfolg eilen. Und dafür wurde heute eine prächtige Vorlage gebildet. So machen wir weiter. Applaus